Hallo und herzlich willkommen zurück zu Code Vein. Was macht der da? Wie ist es? Ich habe gerade ein bisschen rumprobiert mit den Tasten. Und es war tatsächlich die Leiter hier, dann war das eigentlich echt nicht viel. Da müssen wir jetzt nicht mehr wirklich viel rennen. Das ist echt gut, dass wir da nochmal zurückgegangen sind. War echt wichtig. So. Dann war es jetzt hier nach oben. Dann müssten wir eigentlich sogar schon da sein. Wenn ich mich nicht irre. Da unten ist der Heapod irgendwo. Unsere Base. Ja, da müssen wir halt jetzt nochmal durch. Haben wir eigentlich einen neuen Angriff? Ja, wieder die Kralle. Die macht mal wieder nichts, steht nur rum, wie immer. Lost nearby. Die außenrum dieses Mal, bevor ich den großen mache. Ein blutiger Schlüssel. Wo ist der große? Sag mir nicht, der hat. Sie hat die getötet? Ich sehe nichts. Ich schlag einfach wild drauf rum. Unser Zeug. Waren ja nur 416.000 Seelen. Geht ja noch. Haben wir hier? Erwecker irgendwas. Healen. Und wir gehen hier hoch. Sorry, I was looking at something. Blutiger Schlüssel. Ach, das war dafür, dass man da nicht durchrennt. Dass man hier, ja, schön den ganzen Kack macht. Königinnen-Titan. Wir gehen ganz kurz hier hoch. There may be something up above. Oha. Königinnen-Titan, davon kriegen wir aber jetzt ordentlich was, gell? Schreie nicht so rum. Tun sie. One-Hit? Mistelwurzel. Mistelwurzel. Benutzen und ohne Dunstschluss zuletzt bist du sogar mehrfach nutzbar. Ah, okay, das ist wie das, wie der Wie-Faktor, bloß halt für unendlich. Gar nicht schlecht, würde ich sagen. Also so ein Heimkehrknochen, bloß ohne Verlust davon. Das ist echt cool. Kann man mal machen. Ist nichts. Okay. We have climbed a long way.
Da liegt was. What's that doing there? Ach, nichts Besonderes. Gucken noch hier rüber. Nichts. Und hier. Kriegerüberreste A. Das ist das erste. Immerhin fangen wir mit A an. Das heißt, wir haben bis jetzt nichts übersehen. Ich glaube, das ist nämlich chronologisch ziemlich sortiert. Kurz anders hinsetzen. So. Tür öffnet sich. Tatsächlich. So weit war es eigentlich gar nicht so, wenn ich es vergleiche mit der weißen Kathedrale. Da waren wir ja gefühlt ewig drin. Okay, Waffen. Finde ich mittlerweile. Mittlerweile sind wir echt gut. Verformter Schlüssel, dass die anderen sich nicht eingemischt haben? Die leben doch safe. Können wir uns anschleichen? Dann auch schnell. Nice. So, Verlustkristall. Der ist tot, die sind alle anderen tot. Okay, wir haben noch drei Heapods, also ist noch okay. Verformt, das Schlüssel benutzt. Angst? Was macht da bitte schon so komische Geräusche, ey? Aufzug irgendwo hin. Wir benutzen den kurz. Ich weiß nicht wohin. Ciao. Ich weiß noch am Anfang, wo wir ihr aufgenommen hatten. Sie hat sie ja gesagt, sie kann nicht kämpfen. Und jetzt rennt sie mit einer fetten Axt durch die Gegend. Ich setze. Hephaiotos Überreste B. Und eine Karte. Ja, ich dachte mir schon, dass wir runter müssen, weil normalerweise. Hier können wir auch eine Leiter ablassen. Now we can climb up from below. Genau. Und nicht anders. Weil es war mir schon fast klar, dass wir hoch runter müssen. Weil ums geht's ja weiter, deswegen dachte ich, gehen wir erstmal runter. War richtig intelligent von mir, wie immer. Jetzt haben wir wenigstens die Karte freigeschalten. Und gehen gleich mal wieder in ein Gebiet ohne Karte. Und dann darf ich mich wieder entscheiden, wohin. Ich gehe erstmal nach rechts. Oh mein Gott, da ist noch einer. Stirb! Alter, macht der einen Schaden!
So, soweit, so gut. Ja, wow, natürlich sind wir nur deswegen hier hochgekommen. Wegen nichts anderem. Heading there now. Hätte ich mir sparen können. Ich frage mich, wann es hier mal wieder ein Safe-Punkt gibt und was bist du denn bitte für eine Kreatur? Angst? Ja, natürlich hat das mich erwischt. Schon lange keine Vision mehr gehabt, oder? So nah. Wo kommst du bitte schön her? Trau dir nicht. War eine blöde Idee. Such a menace. Aren't you going to pick that up? Jetzt chill mal. Und chill. Nein, du musst mir nicht helfen. Wie kommst du da drauf? Steh nur rum. Silberwolfschlüssel. Okay. So, da hätten wir so oder so wahrscheinlich hier hoch müssen. Gut, so weit, so gut. Verlustsplitter. Wir haben 566.000 Seelen, ey. Wow. Und nur ein Earpod. Haben wir gerade den Schlüssel gebraucht? Nee, gell? Da sitzen sie. Seht ihr sie, diese dreckigen Viecher, ey? Das wollte ich vermeiden. Kannst du dich wegsteppen lassen? Dankeschön. Wir gehen einmal außen rum. Trau den Viechern da oben nicht. Die heben wir gleich auf. Den kann man nicht veranvisieren. Wie ist das eigentlich? So, Überreste C. Können wir da irgendwie runterholen? So, Königin Titan, das ist jetzt wohl Massenware, wie es aussieht. Das Geräusch an der Absicht. Geräusch, das Geräusch, man kennt's. Komm, wir nehmen den letzten Heapot. Easy. Zweiner des Verlorenen. Und hier brauche ich bestimmt den Schlüssel. Nein? Für was habe ich den dann nochmal? Hier ist, wenn man schön wieder eine Mistel zu finden, ohne Witz nach all den Jahren. Just a
short way left to go. So you're the one that leaves the exam. You have previous training? Whoa. Nothing gets past you. Sushi Tacos. Königin Titan. Da. Look at that. Favius Überreste A, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Boah, wir haben noch Prometheus, wo wir eigentlich auch noch machen. Artemis, Artemis, Artemis. Hier A, B, C. Wir brauchen nur D. Das macht mich fertig. Außer wir brauchen. Es geht nur bis C, das kann natürlich auch sein. Sonst war hier nichts mehr. Okay, Aufzug, ich komme. Angst. Ciao, Io. Lass mich nicht allein. Wie hoch geht es, bitteschön? Oh, ich glaube, ich sehe den Mistel. Oh, Gott sei Dank. We can rest here. Ach, und sowas von. Oh, schön. Stufenaufstieg. Wir könnten jetzt bis Stufe 10 gehen. Wäre gar nicht mal so blöd, glaube ich, 110, also 9 Stufen hoch. Ja. Mach mal. Geschenke. Danke, danke. Und wir teleportieren uns ganz kurz in die Basis. Wie viel haben wir hier eigentlich? 100% hier. So muss das aussehen. Seht ihr das? Außer hier vielleicht. Aber hier 100, da 70. Ja, okay. Da ein bisschen noch. Aber sonst ganz gut. Was ist eigentlich, wenn wir... Ach, ich will es gar nicht wissen. Warum sollte man sich nochmal ins Trainingsgebiet porten? So, wir gehen ganz kurz zur Basis. Ich will schauen, ob wir das Flammenschwert nochmal aufwerten können. Das wäre echt ganz nice. Wiedergängerkämpfe. Die Gründung der Übergangsregierung hat den Überlebenskampf der Wiedergänger keineswegs beendet. Diese Kreaturen verbergen sich in der Dunkelheit, schlagen unerwartet zu und können nur durch rohe Gewalt unschädlich gemacht werden. Warum steht denn der eigentlich jetzt hier? Hi. I have to thank you again for what you did for Eva. So, you can make other people's power your own by taking on their blood codes. You'll need strength for the battles ahead. I'll lend you mine. Oh mein Gott, neuer Blutcode! Jacks Blutcode. Heimdall. Jack Rufer, spezialisiert auf sehr aggressiven Nahkampf, aber das Maximalgewicht ist außerordentlich gering. Oh mein Gott, ganz schnell nachgucken. Geschick A+. Was hat das Ding für Fähigkeiten? Wenn es so aggressiv ist. Ich muss es mir mal kurz angucken. Talente. Hier von Jack. Hüllt den Körper in einen Umhang aus nebelartigem Blut, der den Gegner erschwert, dich zu bemerken. Nun der Abgrund, springen hoch und man in der Offensive, reduziert die Anzahl der möglichen Einsätze von Regeneration. Was? Reduziert die Anzahl der möglichen Einsätze von Regeneration, aber erhöht die regenerierte Menge. Ah, okay. Ausdauerstimulator, erhöht die maximale Ausdauer, erhöht die Angriffskraft enorm, aber entzieht mit der Zeit LP. Erhöht die Geschwindigkeit von aufgeladenen Aktionen. Erhöht Geschick und Standhaftigkeit, erhöht die maximale Ausdauer von dir und deinem Partner und stellt die Ausdauer vollständig wieder her. Cool. Das wäre eigentlich ganz nice. Aber. Du hast nicht genug Dunst. Wie sieht's aus? Wir haben ja bestimmt einen Haufen. Genau, davon haben wir zwei.
Davon eine. Davon zwei. Benutzen wir jetzt alle mal. Hallo? Okay. Sind die jetzt despawned oder was? Und ich glaube, die sind auch nur zum Dunstkriegen da. Irgendwie ist es nicht die Fies dabei rausgekommen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich das jetzt hier lerne, das Geschick und Dings, kann ich das auch gleich meistern. Darum geht es eigentlich nur. Ja. Weil dann kann ich jetzt hier... Das da. Tada. Bin ich nicht gut? ja. I've got a die hat neues Zeug, oder? Kostbarkeit geben, Gegenstände erhalten. Nee, Moment. Gegenstände kaufen. Illustrationsanleiter. Die nehmen wir alle drei mit. Königin Titan verkauft. Stimmt, deswegen sind wir eigentlich hier. Oh mein Gott, jetzt haben wir nichts mehr zu verbessern, oder? Was? Ich hätte es mir vielleicht durchlesen sollen. Phaistos, setz die Waffe, die Geschicke fordern und nutzt hinterhältige Teile, die Gegner spielen. Einer Blutcode! Okay, ganz kurz gucken. Stärke, Geschick, alles ein bisschen niedriger, also. Meh. Was für Effekte hat die? Tatzen des Feuerflammen, das rausging. Entfernung, verschwindende leere Gier. Okay. Oh, I just. Ausrüstung aufwerten. Eigentlich das. Wir haben genug Königin Titan, aber wir haben nicht genug. Make sure you get. Wir haben nicht genug. Ich habe jetzt alles verschwendet. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Wir verkaufen einfach was. Verkaufen, Waffe verkaufen. Wir brauchen ja nicht hier zum Beispiel hier 10 Stück, da reichen noch 9, 8. 8 können wir da verkaufen. Ich meine, da reicht eine, hier 5. So, dass wir von jeder Waffe immer 1 haben. So. Blutschleier verkaufen, haben wir da irgendwas doppelt? Ich glaube aber nicht. Gegenstände verkaufen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Irgendwas, was gut Geld gibt? Ich verkaufe das jetzt einfach alles mal, weil wir es eigentlich so... wir nutzen das nicht. Ich bin nicht so einer, der mit diesen Items groß was anfangen kann. Deswegen verhalte ich mal von allen eins. Das vielleicht nicht. Die Sachen hier unten auch nicht. Aber was? Vielleicht hier noch. Hier die Dirche auch. Warum habe ich die überhaupt? Oder hier diese komischen Lichter. Da reicht eins. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Da haben wir jetzt eine für dauerhaft. So. Ausrüstung aufwerten. Waffe aufwerten. Feuerklaue aufwerten. Nochmal. Königin Wolfram. Was? Königin Wolfram? Okay. Make sure you. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Und jetzt, wo wir soweit sind, würde ich sagen, beende ich die Folge. Wir sind ja eh kurz vorm Boss dort, schätze ich mal. Es wird nicht mehr lang gehen.
Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder dabei. Und ich glaube, wir gehen jetzt langsam wirklich Richtung Ende. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge.